Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie alle sehr herzlich hier im Plenarsaal, unsere Besucherinnen und Besucher auf der Tribüne, alle, die guten Willens sind. Also Sie willkommen zur Plenarsitzung am Donnerstag. Wir haben uns heute vorgenommen, zügig zu beraten. Ich bitte, dass sich alle daran orientieren. Zur Tagesordnung sind noch offen die Punkte 13, 14, 17. 19 bis 23, 34 bis 40 und 43. Zur Beschlussempfehlung Drucksache 19/3876 wurde gestern eine rote Korrektur gedruckt. Das ist dann das, rote Korrektur gedruckt und in Ihren Fächern verteilt, da der Betreff nicht komplett aufgeführt war. Ich gehe davon aus, jeder weiß, um was es hier geht. Ja, ich weiß auch nicht, macht aber nichts. Ablauf der Sitzung. Wir tagen bis zur Erledigung des Tagesordnungspunktes 14. Mittagspause eine Stunde. Wir beginnen mit den aktuellen Stunden, jeweils fünf Minuten. Dann geht es mit 23 weiter. Es fehlen heute entschuldigt ganztägig der Herr Ministerpräsident Bouffier, die Frau Staatsministerin Puttrich, der Staatsminister Peter Beuth von 12 bis 14 Uhr. Steht zumindest hier. Der Herr Staatsminister Dr. Thomas Schäfer bis 16 Uhr. Der Herr Staatsminister Al-Wazir ab 15 Uhr und die Frau Staatsministerin Priska Hinz ab 16 Uhr. 16:30 Uhr, gut, das nehmen wir mal hin. Ja. Entschuldigt ist auch die Frau Kollegin Öztürk. Noch jemand sonst entschuldigt? Nicht der Fall. Dann wären wir schon am Ende. Fußball ist nichts zu berichten. In der nächsten Plenarsitzung kriegen wir dann eine Übersicht über die gesamte Saison. Unsere Mannschaft ist auch in dieser Woche ungeschlagen geblieben, meine Damen und Herren. Das Spiel ist nämlich abgesagt worden. Ja, 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 ja. So. Also in der nächsten Plenarrunde würdigen wir dann unsere Mannschaft.